willkommen zur ersten Folge von Buddywood. Hallo Alex, hallo Sergio. Hallo Tobias. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben uns vorgenommen, die Filme der 80er nochmal näher uns anzuschauen und das ein bisschen chronologisch uns vorzunehmen. Haben jetzt mit 1980 eben angefangen. Und der erste Film in unserer Reihe, in unserer Liste, soll The Blues Brothers sein. Hit it! Richtig. Yeah. Ja, wir haben uns Blues Brothers gerade schon mal angeschaut. Der ist gerade bei Netflix drin. Also wer sich ihn anschauen möchte, darf das gern tun. Empfehlung gibt's von Alex. Das kann ich schon mal sagen. War genau mein Ding. Ja, das war richtig Alex ein Ding. Voll sein. Ist gut. Also Sergio und ich haben beide mal gesehen, aber so lange her, dass ich mich auch nicht mehr wirklich dran erinnern konnte. Also war es quasi für uns alle drei relativ Neuland. Also ich bin da jungfräulich ran. Ja, ja. Bist du direkt richtig gut in den Football genommen worden. Ja. Nee, also man kann schon verstehen, warum das irgendwie so ein Klassiker ist so, aber es ist halt schon, man merkt halt krass, wie sich in 40 Jahren die Sehgewohnheiten einfach ändern. Absolut. Vom Pacing mal abgesehen, das geht eigentlich noch so. Ich finde es gar nicht so schlimm. Also gibt es wesentlich schlechter gealterte Filme, also so von der Geschwindigkeit, wie es was erzählt wird, aber auch so von der Story, der Plot ist auch so ein bisschen, schwimmt so ein bisschen, also es wird auch nicht so richtig erklärt, so exakt, sondern es ist irgendwie so ein bisschen. Du wirst ins kalte Wasser geworfen. Schon, er kommt halt raus aus dem Gefängnis und dann fängt die Story an. Ja, man weiß nie wirklich, wo kommen die Charaktere her, was haben die vorher gemacht, so, das ist irgendwie alles so ein bisschen. Ja, gut, man weiß halt, dass sie die ihre Band hatten. Ja, aber wird nie irgendwie großartig. Hier Geld schulden, da Geld schulden. Ja. Also okay. Ich bin auf jeden Fall später behandelt, als wären sie die größten Verbrecher aller Zeiten. Sind sie auch. Ja. Halt wegen sehr, sehr viel. Scheinbar irgendwie die Panzern durch die Stadt gejagt. Ja, also auf jeden Fall, mal kurz zum Cast. Also Cast ist auf jeden Fall krass. Ist auf jeden Fall krass so. Also ordentlich gut. Dan Aykroyd, John Belushi, Carrie Fisher haben wir noch entdeckt. Carrie Fisher war auch entdeckt. Das wussten wir beide nicht oder alle nicht. Sonst sind natürlich noch Blues-Legenden. Ja, Blues-Legenden, Ray Charles und James Brown. Franklin waren mit drin. Also James, man kennt schon, es sind krasse Leute, so, was da am Start sind. Aber ja, wie gesagt, ich auch so ein bisschen. Ist es ein 80er? Also ja, man merkt halt schon, dass die Zeit halt damals eine andere war. So. Und Film machen damals auch was anderes war als heutzutage. Der Lautsprecher, ich sag nur der Lautsprecher. Heutzutage hätte ich so. Sieht aus, als ob sie so eine Klimaanlage irgendwo abgebaut hätten und umgebaut haben. Ich glaube, das ist eine Glocke oder so. Das ist eine Kirchturmglocke, die da dranhängt. Weil hinten, weil hat das Ding ja hier Funktion gehabt, der hintere Teil? Ich weiß auch nicht, was es war. Ich weiß nicht, sah aus wie so ein Mini-Schornstein für ein Megafon. Ja, sie haben es wahrscheinlich irgendwo geklaut, also was auch sonst. Natürlich. Ja, kurz mal zum Plot. Also, Jake heißt er, ne? Jake Blues, ja. Gespielt von Blues. John Belushi, kommt aus dem Clash, aus dem Knast, ja. Heraus nach 3 Jahren Haft oder so, weil er irgendwie versucht hat, eine Tankstelle zu überfallen, genau. Um Schulden zu begleichen. Genau, richtig. Stimmt, klar. Und dabei wisst ihr, okay, das erfährst du halt erst relativ spät, also so zur Mitte des Films ungefähr. Ja, gut. Wenn ich mal sage. Warum, ja. Also kommt er aus dem Knast, Dan Aykroyd holt ihn ab in einer alten Polizei, im alten Polizeiauto. Im ganz alten Sheriff. Ganz, ja, weil du nur noch erkennt so. Und er beschwert sich natürlich auch da über die Karre. Und ja, dann gehen sie zu ihrem ehemaligen Waisenhaus. Sie heißen ja beide Blues, aber ich hab's mal so gedeutet, dass es jetzt nicht wirklich Blues sind, sondern waren halt beide in diesem Waisenhaus und haben sich quasi als Brüder so ausgegeben oder geben sich jetzt sie sind Brüder. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ob sie leibliche Brüder. Also es ist nicht eindeutig erkennbar. Ja. Vom Aussehen her weiß man es nicht unbedingt. Vom Aussehen her, okay, wir wissen ja, in real sind sie nicht miteinander verwandt. Aber ich habe es auch so verstanden, als wenn es leibliche Blüdel. Leibliche Blüdel? Die Blues-Blüdel? Ja, man kann es ja, also sagt einem keine genau 100%ig, sie heißen beide scheinbar Blues, also kann man schon sagen, dass es beide Blues sind. Sie sind Blüder eigentlich, also die Geschichte deswegen ist nicht eindeutig, aber es ist einfach so. Two men with a mission and only 11 days. Ja, auf jeden Fall kennen sie ein altes Waisenhaus, das irgendwie geschlossen werden soll, weil die 5.000 Euro Steuer irgendwie zahlen müssen. Ja. Und dann willst du die Kirche lieber verkaufen, weil es sich nicht lohnt. Genau. Ja. Wobei, die Nonne ist krass. And don't come back until you've redeemed yourselves. Die Nonne ist, ja. Die Chefin ist auf jeden Fall. Damals, ja. Also, da es waren noch andere Zeiten, ne? Richtig erzogen. Oh ja, da wo ich das wieder gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ach ja, es gibt so viele Kinder heutzutage, die bräuchten das. Ja.
Ja. Ich kenne auch Barney hätte das vor ungefähr. Also 23 Jahre ganz gut brauchen können. Ja, da war der Film auch schon zeitlicher Klassiker. Ich enthalte mich da jetzt mal an diesen Aussagen. Ja, auf jeden Fall versuchen sie dann quasi das Geld, die 5000 Dollar aufzutreiben, indem sie ihre alle Band. Die Band zusammen treiben und ja, das geht halt irgendwie mit Musik quasi wieder reinholen. Auftritt machen, ja. Coole machen. Ja, und sie schaffen es dann auch. Also das ist eigentlich so ein bisschen der Weg halt, ne, wie sie die Band wieder zusammenkriegen. Weil er allerdings von der Polizei ständig halt quasi verfolgt, weil sie andauernd und sehr lang. Space in this mall. Wobei es ja so ist, dass ja immer wieder das irgendwie glücklich endet, ja, und so, und alles irgendwie auch zusammenpasst, und sie werden ja nicht die ganze Zeit eigentlich von der Polizei verfolgt, also nur wenn sie gerade wirklich im Hintergrund verfolgt werden, weil sie kommen ja öfters zu irgendwelchen Sicherheitsbeamten oder sonst irgendwas, und dann ganz normal und weiter. Damals gab es noch kein Internet, da hat es nicht so, die Sache sich so schnell verbreitet, ne, wer da die Leute findet. Ja, ich meine, weißt du noch, ne? Der wurde gerade von der Polizei, nachdem er ihn abgeholt hat, aus dem Knast das erste Mal angehalten und dann so, ja, Computer, was ist ein Computer? Ja, 1980 halt, ne? Ja, ging nicht so viel. Ja, auf jeden Fall. Vor dem Finanzamt steht die halbe Armee, ja? Die Sicherheitsdienste im Haus wissen davon nicht. Nicht alle. Ja, natürlich, die beiden haben doch die Tür auch verbarrikadiert. Die konnten das ja nicht wissen. Die mit Pickeln eingeschlagen haben. Ja, also das war eine Feuerwehr, ja. Kriegt im Haus keiner was. Nee, vielleicht standen sie drin und haben gedacht, was, wir haben doch keinen Feueralarm. Hey, falsche Adresse, aber lass sie mal die Tür kaputt machen. Ja. Und danach schwätzen wir mit denen. Es ist nicht mein Job, die Tür aufzupassen. Also ich genau. Ja, nur Info. Er hat ja nur Info gegeben, weißt du, war ja kein irgendwie, Es sah dann nur aus wie Polizisten, waren wirklich gar keine Security-Leute. Security. Ja, auf jeden Fall, kurz mal zurück zum Plot, also wie gesagt, sie treiben die Bänder zusammen, haben dann irgendwie einen Auftritt oder sowas, wo sie jetzt irgendwie zufällig einen Auftritt, also sie klauen den Auftritt. Die klauen auch von jemand anderem. Sie werden übrigens nicht nur von der Polizei verfolgt, sondern von Carrie Fisher noch. Von Carrie Fisher, ja. Wobei die ja nur den anderen verfolgt, weil ja genau, sie was Jake verfolgt, deswegen verfolgt sie Elwood auch. Ja, weil es irgendwie seine alte Flamme ist oder so und er ist ja quasi vom Altar stehen lassen. Beziehungsweise ne, seine alte Verlobte. Und es ist jungfräulich. Damals hat es ja noch was bedeutet, heutzutage, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall. Carrie Fisher ist noch hinterher und später auch die Nazis noch. Die Nazis noch. Warum sind die noch mal hinter der? Ich hab's irgendwie geglaubt. Weil sie auf der Brücke waren. Die waren noch auf der Brücke und haben demonstriert, weil sie es durften. Und dann hat er Gas gegeben und der ist über die Brücke und die sind alle vom Musterspeck springen. Weil sie wurden sie ausgelacht von den ganzen Plotpoint irgendwie verpasst, da muss ich mal kurz eingenickt sein. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, nee, Spaß, aber ich hab's irgendwie. Echt, da hab ich echt kurz weggeguckt, oder habe ich vielleicht gerade mal irgendwas gewonnen, eine Küche oder in irgendeinem Park. Auf jeden Fall. Wobei ich immer noch sagen muss, ja, in einem Park, wo es nur einen Weg gibt und alle Autos in eine Richtung zeigen, das ist irgendwie komisch gewesen, aber egal, für die Szene hat es gepasst. Und, von dieser Country Band, Good Old Boys. Good Old Boys. Eulenjungen. Den klauen sie nämlich den Auftritt erstmal in diesem Country-Schuppen und dann. Da werden sie von ihm verfolgt. Also vom Besitzer dieses Country-Schuppens. Die Maßnahmen sind auch teilweise ein bisschen extrem, muss man sagen. Also, ich weiß nicht, ob man dann direkt auf die Leute mit einer Schrotflinte schießen muss. Our Lady of Blessed Acceleration, don't fail me now! Weil die Aufträge geklaut haben oder so? Ich meine, es sind Rednecks. Texas. Sozusagen. Ich meine, die kamen aus Nashville. Also, du willst jetzt irgendwas darüber sagen, dass die Nashville gerne umziehen? Nein, ich will nicht sagen, es ist ja. Da ist ein bisschen üblicher. In Amerika, Deutschland ist es halt so. Okay, die sind nicht so extrem wie die Texaner, aber trotzdem erst schießen, dann fragen. Ja, gut. Und, manchmal, ja. Ich meine, meine Bulle hast du ja auch so, weißt du? Die wollen losfahren, die donnern in die rein und dann einfach nur Waffe draufhalten. Ich meine, okay, sie schießen ja nicht, sie bedrohen, aber das sind ist Polizei in dem Fall und das Auto ist gecrashed, beide, sie können ja nicht weg, also da müssen sie nicht schießen.
Ja, die Polizei hat ja den Unfall gebaut eigentlich. Beide. Ja, die Polizei ist rausgefahren und ja, sie hat ja Blaulicht bzw. Rotlicht. Egal. Auf jeden Fall, ja, sind die halt auch noch hinter denen her. Ich meine, Ray Charles ballert auch irgendwann mal um sie. Ja, warte mal, das ist Selbstverteidigung seines Ladens. Ja? Ja, der arme kleine Junge. Auf Kinder. Auf Kinder, ja. Was auf Kinder, Mann? Das war ein scheiß Dieb. Nee. Der soll froh sein, dass er nicht ihm in die Hand geschossen hat. Oder okay, also Sergio, wenn Sergio mal einen Lader hat, geht lieber nicht da rein oder versucht auf jeden Fall nicht zu klauen, Alter. Nee, schlechte Idee. Erlaubt, das haben wir mal. Ja, auf jeden Fall bekommen sie dann noch dann ihren Auftritt, bei dem sie quasi das ganze Geld zusammen kommen, ne? Und werden aber gleichzeitig, wie gesagt, von allen irgendwie gesucht, allen gejagt. Ja, natürlich. Und alles schaffen dann den Auftritt zu machen, schaffen auch das Geld irgendwie dann noch zu bekommen. Und die letzte Verfolgungsjagd ist quasi, die geht irgendwie gefühlt eine halbe Stunde oder so durch die halbe Stadt. Ja, eine Milliarde Polizeiautos, die an die Straße holen. Und sie fahren dann quasi zur Bank, um die Kohle abzugeben. Und ja, dann ist halt wirklich die ganze Polizei des ganzen Landes einfach hinter denen her, inklusive Polizei, Armee, SWAT-Team, Feuerwehr. Keine Ahnung, das Einzige, was ich nicht gesehen habe, waren Hubschrauber. Doch, Hubschrauber, da waren Hubschrauber auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, alle sind halt hinter denen hergefahren und ja, die Folge war ein bisschen witzig. Das war ja geil eigentlich, wo ich gerade genau vor der Behörde angehalten habe, um das Geld dort abzugeben. Ja, in dem Moment fällt die Karre auseinander. Ja. Aber komplett. Ja, das war natürlich hier. Das war Gottes Fügung. Das war die Hand Gottes. We're on a mission from God. Ja, richtig, das. Die haben es ja für Gott. Ja. Ja, ja, es ist ein Auftrag Gottes, ne, weil sie ja in der Baptistenkirche erleuchtet. Ja, stimmt, diese Erleuchtungsszene haben wir auch nicht gehabt. Ja, stimmt, ja. Aber kommen wir nachher noch zu den guten Szenen im Film hervorheben, ein bisschen. Die guten Szenen. Ja, das dauert dann auch wieder 2 Stunden, 12 Minuten, bis wir da durch sind. Ja, also auf jeden Fall, sie schaffen dann das Geld abzugeben und, ja, werden verhaftet und sind im Knast, aber sind irgendwie ganz fröhlich. Keine Ahnung. Die Verfolgungsjagd, können wir gleich mal drauf eingehen. Ist halt echt so, also man merkt halt, dass es damals an Action so das einzige Stil oder das einzige war, was du so wirklich machen konntest. Also es gibt halt natürlich Schießereien und so Sachen, aber so eine Verfolgungsjagd ist halt immer irgendwie sind doch alles Autos spannend oder so, aber aus heutiger Sicht das zu sehen ist halt echt einfach, also es fahren halt irgendwie gefühlt 500 Autos irgendwie ineinander rein und am laufenden Band fahren irgendwelche Polizeiautos ineinander rein, bam, 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 eins am anderen, hey, und die landen auch irgendwie nichts drauf. Die haben auch keine Bremsen, aber die sehen da vorne, aber die geben nochmal Gas, jawohl, alle wieder crashen, yeah! Alle nochmal rein und nochmal eine drüber geschaffen. Du musst ja so sehen, wenn sie rein crashen, müssen sie nicht mehr weiterfahren. Weißt du, dann haben sie es wieder hinter sich und sie schaffen es nicht, ja, aber die sind ja die Guten. Ja, außerdem kam die Armee danach auch noch. Die haben keinen Crash gemacht. Na gut, die sind auch mit ihren Panzerwegen nicht so schnell unterwegs, denke ich mal. Wie dann die Polizei dann und irgendwelche Securities und das Militär dann gleichzeitig über irgendwelche Autos drüber springen, denn hinterher in Massen. Ja. Alle in diese Bank rein, ja. Ich habe mich übrigens gefragt, die sind doch auch zuerst an den Aufzug gegangen, bevor sie hochgerannt sind, die Treppen. Da haben die geglaubt, die ganze Meute passt in den einen scheiß Aufzug. Ja, ja. Wo, ich meine, du hast ja gesehen, wie viel war es? 18. Wär cool gewesen, wenn der Aufzug aufgegangen wäre, wenn er nicht kaputt gemacht hätte. Und dann so, alle rein, alle rein, alle rein, Tür geht zu, Überlast. Ja, die werden halt alle wieder rauskommen, zum Beispiel so Clowns aus so einem kleinen Auto oder so. Das hat voll viele rausrennen aus dem Aufzug. Ich fand schon clownhaft, wie sie dann die Masse an Beamten, ja, ja. Was auch immer, dann Richtung Tür und dann, weißt du, bollern sie da an die Tür hin. Oh. Und ey, Alter. Ja, ja, es war halt schnell lustig gemacht. Es gab halt auf jeden Fall viele Statisten, alle, das haben wir auf jeden Fall festgestellt, alle. Brutal. Aber kaum
kaum irgendwie Explosionen oder sonst was. Nee, gar nicht. Trotzdem für den Crash, also gar keine Explosion. Also es gab halt nur die Explosion, die Carrie Fisher zugefügt hat. Ja. Das Haus ist hochgejagt, ja, einfach mal mit dem Polizisten. Vor allem, jetzt wartet noch, warte mal, dass die Polizei da reingeht. Zuerst hat sie mit dem Raketenwerfer da drauf und denkt so, okay. Nee, zuerst hast du den Raketenwerfer, dann schwenkt sie es in die Luft. Also sie springt sie nachher nochmal in die Luft, genau. Richtig. Dann kam der Flammenwerfer, ja, mit dem riesigen Propangastank dann neben dran, was sie auch irgendwie überlebt haben, wie auch immer. Yes. Ja. Und zum Schluss kommt sie mit einem stinknormalen Maschinengewehr. I must now kill you and your brother. Ja, also ist die Ressourcen halt ausgegangen irgendwann mal. Genau, ich muss Maschinengewehr. Ja, ich muss sagen, also ich fand den Film jetzt nicht schlecht oder so, aber es ist halt einfach, wie gesagt, also wenn man halt ohne diese geil. Zeitkomponente irgendwie betrachtet, ist es halt schon ein bisschen als trashig so. Aber diese Verfolgungsjagd, wo sie dann über diese Brücke drüber, also die über diese kaputte Straße irgendwie Ach so, dann. Ja. Ach, die Szene, oh mein Gott! Ja. Warum? Ich meine, der Film ist ja an sich, jetzt sagen wir, vom Grundaufbau und von der Grundstory jetzt nicht so völlig absurd oder übertrieben so. Ja. Ich glaube, bis zu dem Punkt, wo Carrie Fisher dann einen Raketenwerfer rausholt, der irgendwie 4 Rohre hat. Ja, es war ein 4-Schuss, danach hat sie aufgehört. Und da hat schon ein bisschen einfach so, okay, ein bisschen übertrieben so, ja. Aber also, es nimmt halt irgendwie immer mehr Fahrt auf, so, wie gesagt, die letzte Verfolgung sagt, das ist halt einfach so überspitzt, einfach, das ist halt einfach nur Wahnsinn. Aber auch diese Verfolgung. Das war damals halt das Nonplusultra, wie ich schon. Mit den Nazis war das ja dann, ne? Die Verfolgung sagt, wo die Nazis dann hinterher waren noch. Ja, und dann fahren sie über diese Brücke und dann ist diese Brücke irgendwann zu Ende. Ich glaube sogar, ja. Das ist einfach so diese Speedbrücke, so. Warte mal, was ist eigentlich nochmal mit dem grünen Auto passiert? Das ist auch noch in die. Das ist dann später in die. Ja, das ist später da rein, aber ist da vorne jetzt schon mal was mit dem grünen Auto passiert von den Nazis? Gute Frage. Ja, weil auf der Brücke ist ja nur der rote hinterhergekommen. Ja. Guck, keine Ahnung. Ach, auf jeden Fall fahren die halt irgendwie da drauf und bremsen halt vorher nochmal kurz ab, bevor es halt Abgrund runtergeht. Und er fährt wobei sie ja schon aufgelegt waren mit der Mitte, ne? Weil, aber dank den Stahl. Trägern, wo noch in der. Das hat die so hochkatapultiert, oder? Nein, das hat dafür gesorgt, dass sie nicht runterfallen. Ja? Das weiß niemand genau. Ich sag dir was. Mr. Physik, alle, keine Ahnung, alle. Nein, er ist rückwärts gefahren und hat dann auf einmal gebremst. Genau. Und in dem Moment ist das Auto halt so, also hier ist das Heck, hier ist vorne, wumm. So. Ja, hat einfach krass gebremst. Und dann sozusagen einen doppelten Salto mit dem Auto gemacht und dann in Fahrtrichtung gelandet. Ich weiß nicht, ob es in Fahrtrichtung war, aber sie sind doch, in Fahrtrichtung sind sie wieder gelandet, obwohl eigentlich Fahrtrichtung in die andere Richtung hätte zeigen müssen, wenn sie einen einfachen Salto, die hätten noch eine halbe Schraube mitmachen müssen. Ja, haben sie bestimmt gemacht. Also ich meine, das kann man gut beeinflussen im Flug. Also auf jeden Fall haben sie sich überschlagen im Auto. Weil das war Alex' haben. Einzigste Szene, wo er gesagt hat, Realismus pur. Ja, auf jeden Fall. Das war spaßig, ey. Ne, und dann sind die Nazis ja auch nochmal davon geflogen, ey. Mit ihrer Karre. Ja, die sind irgendwie so und dann. Also die Brücke war dann plötzlich wohl. Ja, auf 1000 Meter hoch. Ja, also, der war so hoch wie der Hancock Tower ungefähr. Ja, sie sind dann irgendwie so geflogen und geflogen, Alter. Ja. Wie Super Sonic Man, ey. Aber auch ey. Dieses Klischee, wie das der Nazis ist in Schuhe, ne, dass noch der eine dem anderen noch sagt, ich habe es immer geliebt, Herr Gruppenführer. Ja. Nazi-Romantik. Nazi-Romantik. Sehr gut. Und dann landen sie ja irgendwo im Boden drin und das grüne Auto, wo Bolsch auch noch von den Nazis war, fällt auch noch da rein. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr witzig. Ja, also. Ja. Damals war. Ich weiß nicht, ob das. Ich kann immer sagen, ob das wirklich witzig gemeint war oder ob die das irgendwie. Es gibt auch bei irgendeinem James Bond-Film, ich weiß nicht bei was, das ist auf jeden Fall. Das ist ein alter James Bond-Film, ich weiß noch nicht, wie ich kann mich nur noch daran erinnern, dass der in einem fucking LKW fährt und ein Wheelie mit diesem LKW macht. Also, versteht, wie ich meine? Also, da liegen zwei Achsen und vorne wird es einfach abgeknickt, dieser Ding. Und dann fährt er einfach so mit abgeknicktem Führerhaus und denkst so,
Das sagt mir jetzt auch nichts. Wie funktioniert das nochmal genau? Also es ist James Bond, also bitte, ja, da hat Q irgendwas gemacht. Fertig, Punkt. Also, ja, ich weiß nicht, was sie gedacht haben, alle. Das hat aber damals funktioniert. Ja, ich hab gedacht, ey, cool! Ja, ich meine, wenn du Blutsport oder so sagst, das, also jeder kennt es und jeder, also das Kultfilm ist nur, mir völlig schleierhaft. Also schleierhaft ist mir nicht, aber wie gesagt, das ist halt schon. Ja, es ist, krass, ist also ein Kultfilm wegen, nicht wegen der Story selbst so, sondern wegen der Musik und gerade und den Musik Größen, die da mitspielen, hauptsächlich eigentlich, ja. Ja. Ich meine, Dan Aykroyd ist in meinen Augen auch ein genialer Schauspieler, schon damals gewesen, heute auch. Ja, natürlich solche Ausscheidungen wie Coneheads, was eigentlich auch ein geiler Film ist. Kommen wir vielleicht noch zu. Aber, ja, nee, ich will nur sagen, aber hier, Die Glücksritter mit Eddie Murphy zusammen, das ist, glaube ich, der Film, wo jeder ganz genau weiß, dass Dan Aykroyd super geil gemacht. Also, nee, wegen Schauspieler ist jetzt auch nicht das Problem, aber wie gesagt, die Schauspieler waren gut und das war ja auch gut geschauspielert, aber. Ja, das hat auch, das Ding war halt natürlich auch ein bisschen viel, also du musst mal sagen, ich mag auch Musikfilme ganz gern, also Filme, die sich um Musik drehen und halt auch wenn es Musik ist, die ich nicht so gern mag, also so wie gesagt, Red Charles Filme oder sowas habe ich auch gesehen, fand ich auch mal gut, wo halt um die Charaktere irgendwie geht und wo halt dann Musik kommt, wenn die halt irgendeinen Auftritt haben oder so, was halt dann einfach Sinn macht. Aber dann halt plötzlich die einfach irgendwo rumsingen, Alter, wie in so einem Musical, dann finde ich es halt auch so ein bisschen eher peinlich. Also wo dann. Ja, okay, aber ich hasse es sowieso. Es war jetzt nur bei ihren eigenen Auftritten und die drei Male einmal bei Ray Charles. Nur die drei Male, jeweils 10 Minuten. Ja, das ist schlau. Ja, deswegen ist der für mich 1,5 Stunden lang, sondern 2 Stunden, 5 Minuten lang. Schnell. Ja, das ist halt auch einfach so dieses, ja, das ist halt, ja, auch in unsere Musikrichtung komplett nicht, aber wenn da jetzt Pokémon noch rumgehangen wäre, dann hättest du es cool gefunden. Ja, Detektiv Pikachu, wow. Ja, war ja gesungen, oder was? Nee, zum Glück nicht, wäre noch schlimm. Es ist wieder alles, wäre es noch gewesen. Ich glaube, immer Pomelo hat gesungen, oder? Das war mal kurz in so einer Bar, aber ich glaube, gesungen hat es nicht, oder? Ja, auf jeden Fall, ja, das Gesinge war halt ein bisschen too much teilweise. Also vor allem, weil es zu lang ging teilweise. Also die Kirchenszene am Anfang, wie lang die einfach ging. Wie lang die, ich finde das eigentlich ganz witzig. Vor allem zum Schluss noch diese so riesigen Sprünge, die ja fast bis an die Decke gegangen sind. Weißt du, so, da hast du auch gedacht so, okay, warum schicken wir die nicht zu Olympia? Ja, ich meine, sie können aus dem Stand einen Hochsprung machen. Ja. Gay! Das ist eine Baptistenkirche. Ja, ich meine, okay, das wird ein bisschen, eigentlich ist das auch Baptisten, ist das nicht, ach, keine Ahnung, ja, diese schwarzen Dance-Kirchen. Keine Ahnung, ich immer, bin da. Ja, okay, das ist immer ein bisschen Übertreibung von Hollywood natürlich. Geht ja, dass die so abgehen. Ja, dass ja, gut, da ja jeder weiß, wann er springen so muss und mit wem er wann ja, tanzen muss. Ja, du musst ja so choreografiert, das ist ja jedem klar. Choreografiert, ja. Aber es ist halt auch so, also ja, halt, wie lange die Szenen einfach da ging so. Und auch mit da in seinem, bei seiner Frau, bei dem Schwarzen von, also der Gitarrenspieler. Der Matt, ja. Ja. Ja, die Frau halt, ja. Anfängt zu singen, dann kommt auch der Typ aus der Küche und hat auch sein Saxophon zufällig am Start, alle. Und du denkst, mein Moment, ey, er könnte ja auch mit sich. Ich trage mein Saxophon seit 12 Jahren mit mir rum. Beim Tellerwaschen. Ja, okay, er könnte ja auch mit zur Band, wie gesagt, er ist ja dann auch noch abgekommen. Mit der Abkommen. Ja, auf jeden Fall, ja. Strange halt zu sehen, auf jeden Fall. Hat noch coole Strange, Szenen, aber eine Sache fand ich eher, dass ich mir denke, so, wenn ich weiß, wie sie jetzt aussehen, die beiden, und wenn ich weiß, wie sie damals ausgesehen haben, ich meine, das sind ja jetzt, wie gesagt, fast 40 Jahre her. Ich weiß nicht. Ich also John Belushi sieht mittlerweile schlimmer aus, weil der lebt nicht. Ja, okay. Der ist jetzt, zwei Jahre später gestorben. Ja. Achso, nee, warte mal, das ist jetzt der Sohnemann. Scheiße. Das Bruder von James Belushi ist das. Ah ja, der Bruder. Aber die sahen sie ja auch voll ähnlich. Das ist so, ja. Ja, das ist also, schon ohne Scherz, sahen sich schon relativ ähnlich, ja. Ich finde eigentlich so, Dan Aykroyd, der hat sich ja da
vom Gesicht her eigentlich gar nicht, eigentlich nur vom... Ja, von der Körperfülle halt, ja. Von der Körperfülle eigentlich so. Gealtert ist halt, ja. Ja, Carrie Fisher auch, ist auch leider schon gestorben, ja. War ja auch nicht so alt eigentlich, aber war auch 60. Ist auch vor drei Jahren, haben wir gesagt, gestorben, ne, haben wir vorhin mal geguckt. Ist auch ja, schon 3 Jahre fast, ich meine, ja, wie gesagt, der Film ist von 1980. Gehen ja, viele nicht mehr. Da können wir... Ja. Ist halt so. Ja, ich meine, ja, von den ganzen anderen, wer lebt da noch wirklich? Ja gut, wie gesagt, ja, können wahrscheinlich auch viele nicht mehr leben, aber das soll jetzt auch nicht Thema sein, wer noch lebt und nicht. Wobei ja, jetzt, nee. Ich weiß noch, dieser eine, wer ist der Oos, mit Nachnamen hieß er ja, Oos, ja, genau. Der Polizist gleich am Anfang. Mhm. Ja, ja, genau. Wo ihm die Sachen gibt. Wo den Ding rausholt mit dem Stift. Ja. Ja. Das konnte er auch mit dem Stift rausholen. Mir ist vorhin eingefallen, wo ich ihn sehr, sehr, sehr oft gesehen habe. Und zwar, der hat auch sehr oft den so Bud Spencer und Terrence Hill Filme. Ah, okay. Ja. Weil die ja damals auch sehr viel mit Polizei und so zu tun hatten. Mhm. Ne? Da war auch immer wieder einer von der Polizei, ein Ausbilder, okay, irgendein Typ oder so. Oder ein normaler Polizist. Daher kenne ich ihn immer. Aber ich finde, der macht den Job gut. Ist so ein strenger, bürokratischer Bulle halt. Ne? Mhm. Nächstes Schauspieler, ich jetzt eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht auszusetzen. Nee, also, das war in Ordnung. Ja, ja. Ich habe da auch nochmal, wobei man mal sagen muss, wir haben sie auf Deutsch angeguckt. Also die Synchro merkt man halt deutlich schon, dass es halt, ja, ja, so bei allen Filmen ist. Man ja, nicht so ganz ausgreift wie heute. Mhm. Du merkst halt auch, also da ging es jetzt einigermaßen, da gab es jetzt wenig so, sag ich mal, ja, Sachen, die man jetzt nicht so gut übersetzen kann oder so. Also ist es nicht so aufgefallen an der Übersetzung selber oder so, ist nichts aufgefallen, nichts Negatives, aber einfach so an der Stimme, am Dubbing selber, dass wie das halt teilweise gar nicht so hundertprozentig passt oder ja, so. Ja. Und aber sonst ja, ist absolut akzeptabel. Wir weiß ja, wie es früher war, so. Ja. Das kann man ja darüber gucken, mal hier gerne hinweg. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, vom Ding her, was ich sagen muss, dass ich mir nicht lang vorkam, also trotz, dass es jetzt 2 Stunden 13, glaube ich, ging oder so. 2:12, ja, aber... Also mir kam es nicht lang vor, also weil es nie gelangweilt war. Wie immer nur 2 Stunden 12 lang. Ja, also nee, wie gesagt, mir kam es nicht lang vor, ich mag allgemein eh lange Filme, aber... Ja, im Endeffekt, das war halt... Ich fand nie so wirklich, dass es sich krass gezogen hat oder irgendwie langweilig war, weil halt diese Musikszenen, wenn sie halt irgendwie dann ein bisschen... peinlich wurden, war es halt so ein bisschen komisch, aber ansonsten war es halt eigentlich eher, ist natürlich auch wie Geschmackssache, wenn man die Musik voll mag, so dann, logisch, dann ist halt also, natürlich voll geil, so geil. Halt, doch, das ist halt gar nicht. Ja, gar nicht leider. Ja, du bist ja, also da, was das angeht, glaube ich, relativ empfindlich, so, dass Musikfilme oder so, wie ja, genau, also ich gucke auch nicht so gerne so Sachen an, wo so zu viel gesungen wird, wobei jetzt, wie gesagt, zu La La Land habe ich ja vorhin gesagt, das fand ich auch echt gut, also, aber da war auch nicht so, dass ich den Gesang mir deswegen Gesang geguckt habe, so, sondern eher wegen dem, was halt, wo nicht gesungen wurde, so, ja. Aber ich ertrage sowas auf jeden Fall, also macht nichts aus, aber ja, war trotzdem. Ja, bisschen weniger Gesinge und ein bisschen weniger Autos, die aufeinander drauf waren, wäre es nicht eigentlich guter Film gewesen. Ja. Die passen immer so perfekt aufeinander. Aber wenn du jetzt dein Fazit schon gemacht hast, dein Endfazit? Ja, wir können dann nachher nochmal. Ich würde halt sagen, jeder verteilt noch Punkte. Buddy Points. Ja, 10 ist Stopp. 10 von 10. Body Bag Points, oder? Und 0 von 10 ist halt richtig, richtig kacke. Ist einfach Trash. Dann, also bis 10, dann sind wir schon bei Sharknado oder so, ne? Ja. Sagt ihr noch euer Fazit, dann tun wir nochmal in. Also gut, mein Fazit. Wie gesagt, war absolut nicht mein Fall. Zu viel Gesinge, zu lange Verfolgungsjagden. Ja, Action war eigentlich in Ordnung. Manchmal auch etwas sehr überzogen, wie die. Autobahnbrückenszene am Schluss. Die hat halt echt nochmal das i-Tüpfelchen gesetzt. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, ist halt so für die, ich glaube, sorry, wenn ich mal kurz aber für, sagen wir so, für die Liste, so kann man schon mal gucken. Also, ist halt so ein Film, den kennt halt jeder so und irgendwie ist halt Kult, ne? Und also. Ja. Ich meine, man kann sich schon einmal angucken, so, das ist kein, natürlich, dass man dann sagt, so eine scheiß Zeitverschwendung, sondern schon immer so, ja gut, dann weiß man wenigstens, wie es in der Zeit damals ein bisschen war. Ich weiß jetzt nicht, ob der Remake dann auch da, den Remake gemacht haben, ob der eigentlich so gut ist, ich habe ihn ja nicht gesehen. Kann man es ja mal irgendwann. Aber ich bezweifle es, weil, ja. Wir haben heutzutage andere Möglichkeiten gehabt, eigentlich, ja. Aber sonst, mein Fazit, ich fand den Film gut. Ich fand den Film auch vorher schon gut, deswegen. Bleib ich dabei, aber ja, man darf
Äpfel nicht mit Birne vergleiche und du kannst es nicht mit Filmen vergleichen, die halt heute ist. Du stehst mehr auf Filme, die heutzutage so gemacht werden, wie sie auch gemacht werden, ja, wenn sie gut muss sind. Muss nicht mal sein. Ja, natürlich, ich weiß, du magst auch gewisse alte Filme und so weiter. Ja, aber es ist halt, ich finde, die Story hat einen guten roten Faden, es passt immer wieder. Diese leichte Verpeiltheit, beziehungsweise Jake, der halt immer wieder seinen Kopf halt durchsetzt als der sozusagen der Anführer mehr, ja, und Edward, der ihm halt folgt, aber halt immer wieder so ein bisschen leicht ins Gewisse redet, wobei ich fand auch die Szene geil zum Schluss halt, dass diese Frau, die an der Tanke angemacht hat, dann wirklich dort steht um Mitternacht an dem Hotel oder Motel und halt auf ihn wartet und so. Ja, das fand ich eigentlich auch gut. Ja, natürlich die Szene, wie du auch sagst, leicht übertrieben, aber es gab halt mehrere übertriebene Sachen halt vorher. Es passt irgendwie, ja. Der Film nimmt sich nicht zu sehr, zu ernst. Ja, schon. Ja, aber er hat einen guten Faden, er hat super Besetzungen, die Handlung finde ich auch gut, die Musik finde ich persönlich eigentlich auch gut. Ja, die Musik an sich finde ich auch gut und ich höre es selber nicht. Also ich finde jetzt nicht, dass die Musik scheiße ist oder so. Es gibt ja auf jeden Fall viel, viel schlimmere Musik, ja, halt immer so. Und es ist halt immer. Kann man schon hören, ja, also. Ja, Scratch. Ah, das war Scratch. Ja, ja. Seto scratched gern. Ja, du hörst, ja. Mach sowas, mach sowas alleine Profi, in der Dusche. Profi-Beatboxer. Ja, ja, ja. Nein. Das war einfach nur Sarkasmus. Ah, Sarkasmus. Ja. Sarkasmus. Alles klar. Dann ja, ich kenne die zwei eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht. Dreh zu dem Intro. Wir gehen dann zum zweiten Film, der 1980 zurück. Ja, wir melden uns gleich mit dem nächsten Film wieder. Buddy Points. Noch Buddy Points Buddy verteilen, Points. Ich wollte gerade sagen. Dann, Sergio, fang du an. Buddy Points. Ich würde ihm, weil es ist immer was nach oben gut und so weiter, würde ich ihm 8 geben. 8 von 10 Buddy Points. Von 10. Puh. Also von mir kriegt er 2,5 Buddy Points. Oh ne, wir machen nur volle. Machen wir nur volle, ja. Das sind immer schon 10er Liste. 10er Liste. Dann 3 Buddy Points. Oh, okay, 3 schon. 3 schon. Mhm. Ja, ich sag mal. Ja, ich sag mal eine 6. Eine 6 ist so. Das ist ein bisschen mehr als Mittelfeld. Also es gibt auf jeden Fall gräuligere Sachen so. Und in Sicherheit. Ja, also zumindest, wie gesagt, abgesehen von den Sachen, wo man halt persönlich so nicht mag, aber es gibt auf jeden Fall. Auch von der Machart, muss man sagen. Also, er ist nicht schlecht gemacht. Auch vom. Also, ja, wie es halt alles aussieht, so, das ist jetzt nicht. Es hängt jetzt ständig irgendwie ein Mikrofon ins Bild oder so ein Scheiß, ja, oder es ist irgendwie unscharfe Bilder. Die Asylum-Filme, da wollen wir, die kommen gar nicht in dieses Bild überhaupt mal rein. Ja, obwohl, keine 0, auch keine 1. Ja, ja, also wie gesagt, 6, 3, 8. Okay, dann haben wir ja. Ja, das ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber auch genug Luft nach unten auf jeden Fall noch. Das sind 8,3. Insgesamt. Wahrscheinlich. Nein. Was? Nein. 3 und 6 und 8 gibt 17. Und das wollen wir jetzt hier wirklich kopfrechnen? 5,6. Okay. Also knappe 5,6 Periode. Knappe 6. Da war irgendwo ein Fehler beim Kopf. Komm nicht mehr. Du kannst nicht im Schnitt über 8 sein, wenn das höchste der 8 ist. Ja, ich war irgendwie bei 3x6 gleich 18 und. Ja, ja. Alles gut, Alex. Alles gut. Oh mein Gott! Schauen uns den nächsten Film an und melden uns gleich wieder zurück mit dem nächsten Film der 1980er, aus 1980. Genau. Bis dahin. Genau. So, weiter geht's mit einem großen Meisterwerk seiner Zeit. Motel Hell. Motel Hell. No one will be admitted after the guests check in. Auf Deutsch, Hotel zur Hölle. Oh ja. Yeah. Zur Hölle mit diesem Film. Alter Schwede. Ey, der Trailer war so gut. Der Trailer hat was suggeriert, was nicht da war. Und Leute werden eingebuddelt und. Ja, das, okay, das haben sie auch gemacht. And hard as you try, you'll never forget their secret garden. Also sagen wir so, wenn man vorher Blutsport das angeguckt, da ging 2 Stunden 13, davon ging jetzt knapp eineinhalb Stunden. Also der ging 1 Stunde 40, aber der kam mir ungefähr doppelt so lang vor wie Blutsport das vorher. Also ja, ist nett, aber gleich lang. Alles hat sich ultra gezogen für mich. Ey, ja, die Story hatte ja
Ja, es war gut aufgebaut. Interessante Idee, ja, aber irgendwie haben sie die Umsetzung nicht so gescheit. Vor allem, also ich weiß nicht, aber ja, das ist kein richtiger Horror für mich. Das ist mehr so ein, ja, man kann es als Hinterwäldler Mini-Horror. Ja, aber oder so ein, also das Problem ist halt einfach, dass im Film nicht wirklich was passiert so. Also es ist alles, was passiert irgendwie off-cam. Ja. So wirklich. Also die richtig schlimmen Sachen, wo. Ja, also. Ich glaube, das Schlimmste war in der ersten Stunde der eine, wo halt mit der Schaufel erwischt wurde. Wow, ja, das war auch schon krass. Das war echt krass. Ich meine, die Schaufel, die kam. Hier, versuch jetzt mal kurz den Plot irgendwie drunter zu brechen. Also, es geht hier irgendwie um das Motel eben. An das, ja. Was ich. Hallo heißt es, ja. Ja, das heißt, oh, Stefano kaputt. Motel Hello ohne drunter, ja. und der Vincent und seine Schwester Ida. You'll never forget Ida. What are you doing in here, girl? And you'll never forget Vincent. Schön, dieses Hotel ist quasi, ja. Geschwister, der Polizist spielt auch eine Rolle. Der Bruder von Vincent ist ein Polizist. Und auf jeden Fall haben die halt dieses Motel und sind halt, oder der Vincent ist bekannt für sein geiles Dörffleisch. Sein Räucherfleisch. Ja, so alle. So, weil es wohl das beste Fleisch überhaupt ist. Jeder, der davon gegessen hat, sagt, er hat nie ein geiles Fleisch gegessen. Ja. Und dann kann man sich schon ein bisschen das Vorfeld so denken, eigentlich, ne? Vor allem, nachdem man gesehen hat, was unter den Säcken steckt. Ja, also im Endeffekt ist es halt darum, dass er quasi abends oder nachts irgendwie immer rausgeht und Leute, ja, auf die Jagd geht quasi, der legt Fallen aus, um vorbeifahrende Autos quasi zum Unfall zu zwingen und dann tut er die Leute nehmen und um sie dann einzubuddeln in seinem geheimen Garten. Die sind halt eingebuddelt da drin, mit Säcken über Kopf, da schneiden noch die Stimmbänder raus. Ja, die Stimmbänder raus, damit sie nur. Genau, damit sie halt nicht schreien können und. Letztendlich holt er sie irgendwann wieder raus. Ich fand die Fütterungsszene und dann die ganze Zeit. Er füllt sie mit so einem Schnorchel, mit so einem Trichter oben drauf. Ja, und dann, warum nicht? Also im Endeffekt holt er sie halt irgendwann wieder raus und verarbeitet sie eben zu diesem Dörffleisch mit unten. Dann werden sie getötet. Genau, aber. Aber warum ist es so genau einklebt? Ja, okay, er sagt ja zu der einen dann, wo es ihr so ein bisschen erklärt, dass er denen gescheites Essen gibt, keine Konservierungsstoffe, sonst irgendwas. Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen dazu, keine Ahnung. Die Erde, die Mutter Erde, die dann sieht auch noch ein bisschen Nerz über die Haut, oder was? Ich meine, wir erfahren ja auch, dass er ja diese Räuchertechnik. Die Marinade zieht ein. Ja, richtig, ja. So ein geerdeter Geschmack halt einfach, ja. Auf jeden Fall. Also im Endeffekt sind sie alle bis zum Kopf eingebuddelt, sind irgendwie so, keine Ahnung, 10 Leute, was dann im Endeffekt über den Film verteilt irgendwie da reinbuddelt. Circa, ja. Und aber eine tut er nicht da reinbuddeln, sondern die, ich weiß nicht, die überlebt halt diesen Unfall irgendwie. Ja, und er sagt halt zu ihr, dass ihr Freund gestorben wäre beim Unfall, den er auch direkt verbunden hat. Sie jetzt aber, genau, aber warum? Also hat sie irgendwie direkt, hat sie sich verliebt in die, keine Ahnung, man rafft auch nicht so ganz. Vielleicht weil sie, er sagt ja, sie ist dem Sensenmann nochmal von der Klinge gesprungen. Ja, aber alle anderen sind auch nicht tot. Ja, alle anderen sind auch nicht tot, aber alle anderen sind da eigentlich, also zur Fleischproduktion, das, was wir sehen, sind ja immer irgendwie bewusstlos und gar nicht. Und sie hatte, ich glaube, er hat sich das erst überlegt, als sie so kurz. Die war bewusstlos, weil er Gas ins Auto geleitet hat. Also. Ja, also sie ist von alleine bewusstlos geworden. Also ja, aber das die Ausrede, das waren ja Kiffer, die. Dass er sich die hübscheste da raussucht, ist halt auch schon ein bisschen fragwürdig hier. Achso, ja, deswegen die Titten, nice, die waren deswegen nice. Titten, ja. Ja, so viel. Aber die ist halt 60. Ja. Die ist halt 60. Müssen wir mal abchecken vorher nochmal. Ja, bevor wir da. Ja. Aber vorhin Aretha Franklin hast du geil gefunden, die würdest du heute immer noch nachdenken. Ja, natürlich. Ja, Mann. Ja, auf jeden Fall.
Ja, es sagt ja so, wir sind alle Gottes Kinder und egal von wem das Fleisch ist, von welchem Leben wir sind, dann macht er keinen Unterschied oder so. Das ist so seine, das war seine die Oma, Ausrede. Die Oma hat es damals wohl schon so gemacht. Ja, ja, aber die hat halt alles genommen, bis auf, ich denke mal, Menschenfleisch war nicht dabei. Ja, also Hund und so, ne, war halt irgendwie immer im Gespräch. Ja, aber wobei, den Hund haben sie ja gemacht und sie einfach vorgebracht. Ja, als Belohnung für die Oma, als Überraschung. Yeah, ja, hier, war, hey, guck halt mal, was ich von dir gelernt habe. Ich kann jetzt auch Fleisch leuchten. Ja. Ja, auf jeden Fall war der Film halt ziemlich zäh und tröge und ja, leider, ja gut, das kann man halt vorher nicht wissen, die Trailer... Sagt der, der neben mir sitzt und sagt, ja, der Trailer war gut, komm, den gucken wir. Ja, schon. Ja, schau, bitte. Ja, okay. Wie gesagt, sieht man vom Trailer ein bisschen... Ja gut, sieht man halt, dass ein Trailer so versprechen kann, was halt nicht ein, was der Film nicht einhält. Das ja, im Grunde war Sonic Man, muss richtig krass sein. Super Sonic Man. Wenn der Trailer schon viel verspricht, dann wird's spannend. Das war so ein Hancock-Trailer, weißt du? Alle guten Szenen im Trailer. Satos Meinung. Okay, ja, auf jeden Fall war der Film halt, wie gesagt, es ist halt irgendwie nichts passiert. Also hat einfach nur diese Leute irgendwie das mal betäubt oder eingebuddelt. Das war alles, was gemacht wurde. Okay. Währenddessen hat irgendwie der behinderte polizistische Bruder, der irgendwie nicht mehr ganz dicht in der Birne auch irgendwie war, so, hat die ganze Zeit eingegraben, sie haben vergewaltigt da im Auto. Ja, so. Wie sie dann lässt. Ja, nee, warte. Ich war dann beinahe kurz an ihr fest, die war schon an ihre Wäsche, weil ne? Ja, wobei. Das ja, war eh so eine dumme Kuh, Alter. Mein Gott, Alter, die war so. Sie hat doch damals auch gesagt, was ja, die war so geil war. Die Überredungskunst war blond. Das Beste. Alter, ja. Was sagt der du bleibst hier am besten. Du bleibst hier. Genau. Ja, okay. Du bist hier aus gutem Grund, das ist alles Schicksal. Ja, okay. Und am Schluss, weißt du, dann macht sie mit dem, liebt sie den Alten, will sie den nächsten drei Tage später, will sie ihn heiraten, ja? Also, ja. Weil dann puppt er sich als Mörder und dann, nachdem sie von dem Typ, der sie fast vergewaltigt wurde, gerettet wurde, wollte sie mit ihm rumschieben. Der Bruder von dem ist, ja. Und wahrscheinlich noch Texas. Ich hab jetzt echt gehofft zum Schluss, wo sie so dann sozusagen, ja, wo man weiß, okay, jetzt ist das zu Ende, dass vielleicht der Bruder dann doch zu ihr sagt, so, hey, weißt du was, er hat mir das alles gemacht, machen wir doch einfach weiter. Das so, never ending, das habe ich eigentlich auch gedacht. Ja, und das hätte ich auch noch als ein einigermaßen Ende gefunden, wo ich mir gedacht hätte, so, ja, okay, das Ende, das, hey, war jetzt, ja, das ist. Ja, was ist mit den ganzen Leuten, was ist mit den ganzen Leuten, wo abgehauen sind alle? Ja, das sind abgehauen. Die sind ins Krankenhaus. Ja, die fahren noch los und versuchen die dann im Wald irgendwie. Ja, ja, ich meine, aber das wäre ein besserer Film gewesen, aber das ist nicht passiert. Ja. Also, was ist mit der Wirklichkeit passiert? Also, in der Wirklichkeit dieses Films. Der eine wurde ja noch getötet, oder? Ja, gut, der Freund von der Blonden dann im Endeffekt. Ja, der wurde getötet. Und alle anderen. Alle anderen sind dann abgehauen, denke ich mal. Ja, ja, aber ich meine, die waren aber nicht zur Polizei halt gegangen sein, schätze ich mal so. Also so hätte ich es wieder gemacht. Also ich wäre nicht zur Polizei gegangen, ich wäre erstmal ins Krankenhaus gegangen. Da kommt die Polizei. Ja, die werden dich schon zum bringen. Nee, aber ich meine, also der Film ist auf jeden Fall ziemlich doof und ziemlich langweilig und auch für 1980 nicht gut. Also es gibt Szenen, wo man sagen kann, ja, okay. Das Einzige, was für die erste 20, 25 Minuten dachte ich, Alter, nice, geht eigentlich. Ja, von der Grundidee. Der Aufbau war gut. Die Stimmung war ganz okay, so. Die Qualität war eigentlich, also Horror, die Bildqualität und so, das war alles super. Und auch wie gesagt, die Maske und so, war echt nice. Ja, Produktion. Aber der Kampf dann halt so Schuss mit, der war dann halt auch so ein bisschen. Ja, okay. Aber die bauen mal die Schweinemaske auf. Most terrifying nightmare could never prepare you for what happens to the guests. Warum hat er die auf? Damit sein Bruder ihn nicht erkennt. Alter. Ja, keine Ahnung. Nee, das ist völlig, weil er halt behindert ist, der Typ, Alter. Sorry. Ich mein, beide Brüder behaupten vom anderen, dass sie geistesgestört und dämlich sind. Also, was war mit der Schwester eigentlich? Die waren doch eine größere Schusskopf von alle eigentlich, oder? Vincent. You think in the years to come people will appreciate us for what we're doing here? Ja, natürlich. Ich meine, weißt du, ich hab dann echt gedacht gehabt so, ja okay, sie sind Geschwister. Also bestimmt, ja, hier wird halt absolut so hinterwäldlermäßig, die killen halt irgendwelche Fremden, buddeln sie ein, verarbeiten sie zu Dörrfleisch, ja, und zu Räucherfleisch das und ist so. Ganz weiter. Normale Texas-Dinger. Und, so, ja. und dann wird halt noch ein bisschen Inzest betrieben und ein bisschen da gemacht und was weiß ich, für ihn ist ja so, also typische Südstaaten-Horror-Scheißdreck, weißt du, so irgendwann mal ist dann, ah, aber ja. Was soll ich sagen? Im Endeffekt gibt es ja schon ein Happy End, dass die, wo nicht ganz tot sind, wohl
immer noch am Leben. Ja, eigentlich sind gar nicht so viel gestorben in dem Film selber. Also zumindest nicht in der Zeit, wo der Film läuft. Also vorher und nachher, oder vorher auf jeden Fall schon. Ja, so. Ja, ja. Und nachher auch auf jeden Fall auch, aber auf natürliche Art und Weise vielleicht. Ja, aber so. Also, ich glaube, das größte Problem ist, dass es in dem Film einfach nichts gibt, wo irgendwie spannend oder blutig, brutal irgendwas, was ein Horrorfilm so ein bisschen irgendwie ausmachen kann. Also gruselst dich ja in dem Film nie keine Sekunde. Oder hast Angst oder hast irgendwie so denkst, wow, krasse Bilder. So. Nee, das ist einfach nur so keine Schnarch. Weil ich in dem Punkt ja wieder nur sagen muss, es ist halt 1980. Ah, ja. Damals war das vielleicht ein bisschen anders aufgenommen, aber. Da gab es schon zwei Star Wars Teile zu dieser Zeit. Ich weiß. Das ist keine Ausrede. Ich sag ja nicht, dass er gut ist. Ich sag bloß, dass er wahrscheinlich nicht so schlecht ist, wie wir später noch. Weil das egal. Auf jeden Fall gab es da auch schon Horrorfilme zu der Zeit und auch schon bessere Horrorfilme zu der Zeit. Ja, das auch. Ja, Shining. Ja, Shining. Psycho-Thriller, genau in demselben Jahr. Ja. Richtig. Also von der Helden mal gucken sollen, ne? Ja, wir wollen eigentlich auch Shining gucken. Also die Auswahl war noch Flash Gordon. Wir hatten Angst, Shining. Shining ist definitiv nicht so. Das war so, ja, gleich mal ein Experiment gleich am Anfang und. I have a surprise for you. Goodie, I love surprises. Man steckt halt nicht drin, wenn man halt das so ein bisschen aussortiert. Der einzige Vorteil, was der Film hatte, ist, dass wir alle drei einen Film gesehen haben, wo wir noch nie gesehen hatten. Ja. Das war der einzige, aber wirklich auch der einzige Vorteil. So. Ja, was heißt Vorteil, ne? Hätte den einer gesehen, hätte derjenige uns ja warnen können. Na gut. Aber geteiltes Leid. Ist immer noch Leid. Ja, ist leider immer. Ja. Ja, also dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Also meiner Meinung nach absolut nicht sehenswert so. Also weiß nicht, ob man es mit einer krassen Nostalgiebrille irgendwie noch runterwirken kann, aber ich finde ihn eigentlich durch und durch mega langweilig. Passiert nichts, es ist weder Splatter noch Horror noch irgendwie was. Also das Einzige, was es ist, ist einigermaßen gut gefilmt so. Also es wirkt nicht billig oder B-Movie-mäßig, sondern aber alles andere ist einfach, also auch die Charaktere sind völlig doof. Die Schnalle. Ja, also wie gesagt, von meiner Seite gibt es da keinen Daumen nach oben auf jeden Fall. Nee. Wobei ich sagen muss, ich glaube für Leute, die vielleicht gleich dran. Nicht so Horror, weil du gesagt hast... Mach dein Fazit. Nee, ich will jetzt nur mal kurz einwerfen, was du gesagt hast. So, vielleicht für Leute, die halt jetzt nicht so gerne Blut sehen oder Horror sehen und so weiter. Das ist ein Horrorfilm, wo sie dann sagen können, hey, ich habe mir auch einen Horrorfilm angeguckt. Ja, für Svenja wäre das ein Horror. Weißt, kein richtiges Blutding. Ja, okay, die letzte Szene, nur weil da mal ein sowieso schon toter Mensch dann plötzlich am Hake hängt und in die Räucherkabine reingeschoben wird. Es gibt schon auch ein bisschen Blut, aber es ist nicht so krass. Ich meine, so da, wo er rumsägt und so weiter, siehst du es nicht. Nee, ja. Also wie gesagt, das ist das Problem. Meine anderen Horrorfilme, jeder Horrorfilm funktioniert auf eine Art und Weise, so dass du halt sagst, wie gesagt, es gibt Splatter-Horrorfilme oder so Suspense-Horrorfilme oder irgendwie. Also es gibt halt immer so psycho. Gruselige. Ja, gruselige. Ja. Oder halt einfach nur kleine Jumpscare so. Also es gibt ja auch Sachen, die sind nicht geil, aber ich meine, der Film hat halt nichts so. Ja. So, du denkst die ganze Zeit nur, wann ist endlich vorbei oder wann passiert irgendwas? Und es passiert einfach nichts. Der Film plätschert nur so vor sich hin und das Ende ist genauso öde. So. Okay. Bei Boys ganz zum Schluss, ne? Ja, mach du das mal deine Bewertung. Ja, wie gesagt, die ersten 20 Minuten haben mich unterhalten. Und ja, hoffnungsvoll gestimmt. Aber, steiler Fall nach Hunde. Check in. Also, schwere Kost. Also echt, ey. Muss ich nicht nochmal sehen. Nicht, nein. Morgen hängst du vor der Glotze und guckst ihn auch mal. Ja, bestimmt. Genau. Ja, mein Fazit, ja, was soll ich sagen? Genau, eigentlich dasselbe. Er hat gut gestartet, er war hoffnungsvoll, er hätte ja noch was kommen können, weil in der Regel bei guten Horrorfilmen siehst du am Anfang ja auch nicht so viel Blut, sondern eher dann später. Ja, aber es war ausgeblieben. Also, nicht unbedingt gut. Wem es mal langweilig ist und wirklich nichts einfällt, außer vielleicht was weiß ich, dein Mutter. Der macht was anderes. Ja, macht was anderes. Dann könnt ihr euch ihn ja mal angucken. Oder, aber sonst müsst ihr sagen, ja, den Trailer kann man sich angucken, den Film nicht. Ja. Ja. Trailer ist besser als der Film definitiv, genau. Ja. Und kürzer. Body Points. Body Points. Body Points, okay, dann fange ich das mal an. Ich würde bei diesem Film
weil er einen guten Start hat trotzdem und es auch ein bisschen, ja, so ein typischer 80er Jahre Horror-Anfang hat, würde ich ihm noch gerade so gute 3 Punkte geben. All we have to do is give to be happy. Noch überlegen. Ja, ich glaube, ich schließe mich selbst an und gebe wieder 3 Punkte. Ja, ich bin, glaube, dadurch, ja. Aber hast du von ja, ja, das muss man jetzt auch sagen, weil ich das für Blues Brothers dein Blues Brothers. Das heißt, du tust diesen Film mit Blues Brothers für mich genauso behindert war, Alter. Okay. Das ist hart, aber im direkten Vergleich, jetzt im direkten Vergleich. Wenn ich jetzt nochmal einen Film gucken müsste, würde ich den zweiten nehmen, weil er kürzer geht, weil der kürzer ist. Ja, aber konnte, ja gut, okay. Also du hast auch nochmal 3, dann muss ich jetzt, ich wollte eigentlich auch 3 machen, aber wenn du das auch 3 gibst, dann muss ich 2 geben, damit er wenigstens in der Gesamtwertung kriegen. Niedriger ist. Ja. Ja. Weil das ist also, wie gesagt, also Blues Brothers. Nein, von 5,66666. Wie gesagt, finde ich hier kein schlechter Film, so, aber das war einfach so, das ist halt nichts passiert, gar nicht so. Dann habe ich gesagt, okay, also 2, 3, 3. Hätte man das auch geklärt. Dann würde ich sagen, dann. Ey, hoffen wir mal, dass wir nächstes Mal ein bisschen mehr Body Points vergeben können. Ja, auf jeden Fall, ey. Oh, ja, schauen wir, was 1981 ist. Keine Sorge. In meinem Geburtsjahr kommt ja dann, und wehe, ihr sagt's nicht auch, Ghostbusters. Ja, das Ding ist halt das, wir wollen ja nicht. Buster. Ja, aber Ghostbusters, wir haben jetzt auch. Das besprechen wir vielleicht nochmal auf Cam, aber prinzipiell geht's halt darum, dass wir jetzt nicht unbedingt Filme angucken, wo wir schon 1000 Mal gesehen hat, jeder, weißt? Darum geht's ja nicht. So, das wäre dann Quatsch. Um die Experience! Also genau, es muss immer einer nicht gesehen haben. Natürlich, oder was, nur weil das muss nicht, aber. Lass uns jetzt mal auf uns zukommen, aber so ein Film, mal, den halt jeder schon. Genau, richtig. Ja, okay, ey, ich hab schon. Der Fußballer kennt auch jeder, aber ich glaube nicht, dass die. Ja, Star Wars. Ja, deswegen haben wir auch Star Wars genommen. Schlägt zurück, deswegen haben wir es nicht angeguckt. Ja, und Shining zum Beispiel war ja auch so, dass man gesagt hat. Bei Star Wars war es so, weil es wäre. Wobei Shining auch nicht so verdammt lange her ist. Aber da machen wir bestimmt mal so ein Special. Ja, da kann man auf jeden Fall mal. Da kann man so, wie sagt man, beim zweiten bin ich. So unerwähnt, also Filme, die unerwähnt blieben sind oder so, das kann man am Schluss vielleicht nochmal zusammenfassen zu einem Ding. Ein Format, kann ich endlos weitermachen, ja. Genau, richtig. Aber machen wir erstmal das Jahrzehnt durch. Richtig, ja. Genau. Die 80er und danach schauen wir weiter. Danach sind wir in den 90er, das ist dann sowieso ein bisschen anspruchsvoller. Naja. Ein bisschen anspruchsvoller, ja, ist er doch, bitte, ja. Ja, gut, wenn du das sagst. Wobei, ich denke, sehen wir dann, ob es anspruchsvoller ist. Aber jetzt machen wir erstmal Feierabend für heute. Wir sehen uns in 1981. So sieht's aus. Ab durch die Zeit.